Red Sen Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Sen Zone und willkommen zu einem chilligen Review vom Apple Keyboard, der Version mit USB-Kabel. Nicht die Wireless-Version, die kostet 70 Euro, das hier kostet 50 Euro. Und let the review begin. Wir haben hier die Tastatur, sie ist aus einem Aluminiumblock gefräst, die Tasten sind weiß. Auf der Rückseite haben wir eine weiße Unterlage mit Apple-Zeichen und shit. Und was auf jeden Fall sehr toll ist, sie ist aus Metall, wirkt sehr hochwertig und die Tasten sind weiß und lassen sich aufgrund des Abstands, der ist größer als bei anderen Tastaturen, lassen die sich sehr gut tippen, vor allen Dingen, weil die einzeln angeordnet sind und nicht direkt miteinander verbunden sind. Außerdem hat die Tastatur noch FN-Tasten, also zusätzliche Zusatzfunktionstasten, also wie Lautstärke oder Vorspulen, Play, Pause, Helligkeit, Kontrast und was weiß ich, was man alles vom Bildschirm regeln kann. Die funktionieren aber ohne kleine Tweaks und Tricks nicht auf Anhieb mit Windows. Ich habe ja einen Windows-PC und da funktionieren sie nicht auf Anhieb, da muss man sich ein Programm runterladen und dann die Keys einzeln mappen. Ja, wie gesagt, sie ist aus einem silbernen Aluminiumblock gefräst. Ein Nachteil an den Tasten ist, dass sie weiß sind. Und weiße Tasten auf einer Tastatur werden schnell dreckig. Das ist genauso wie bei weißen Autositzen oder weißen Tischen oder was weiß ich. Also Kinder, vor dem Zocken, nach dem Zocken, Hände waschen, nicht verbocken. Wow, den Satz habe ich mir gerade eben selbst ausgedacht. Ja. Es hat sogar, das ist jetzt die Version mit dem Keypad, also mit der numerischen Tastatur an der Seite. Sie ist mit USB-Kabel, was mir nicht zuerst aufgefallen ist. Das hat hier, ich weiß nicht, ob man es genau sieht, aber es hat hier eine Kante drin. Und in dem Verlängerungskabel, was ich dachte, was ein Verlängerungskabel wäre, ist auch eine Kante drin und das muss man daran anschließen, damit es bei Windows-PCs funktioniert. Bei Macs weiß ich nicht, ob das auch ohne dieses Verlängerungskabel funktioniert. Ja, 50 Euro, eigentlich Apple-typisch, eigentlich recht billig. Und was halt, wo wir gerade schon bei dem Apfel sind, die Tasten sind anders. Ist eigentlich klar, hier haben wir Control statt Steuerung. Wir haben Alt, gibt's auch, aber mit noch einer zusätzlichen Funktion. Wir haben die CMD-Funktion, die sich bei Windows komisch auswirkt. Und wir haben hier auch zum Beispiel andere Bild-Hoch- und Bild-Runter-Pfeile. Das Layout ist gleich, aber die Beschriftung auf den Tasten sind unterschiedlich. Was sich halt auch auf die Bedienung auswirkt, die Tastatur ist ja ursprünglich für Mac OS X 10.4 oder höher konstruiert und man kann nicht hier Strück und Alt drücken. Oder Alt-Gr gibt es hier nicht, das heißt, man muss das hier drücken. Und wenn man zum Beispiel eine eckige Klammer haben will, die jetzt hier aus Designgründen, denke ich jetzt, hier nicht bei 8 und 9, wo auch die runde Klammer drauf ist, aufgeführt ist, muss man Alt drücken und dann entweder 8 für offene eckige Klammer oder 9 für geschlossene eckige Klammer. Genauso ist das auch mit dem Trennstrich, den ich hier auch bei dem der Philipp mit F verwende. Und insgesamt ist die Tastatur ziemlich schick. Leider habe ich noch eine schwarze Maus und deshalb sollte ich mir vielleicht auch später irgendeine weiße Maus kaufen. Ich empfehle euch halt, die Apple-Tastatur mit einer Maus gleich zusammen zu kaufen, denn ich habe jetzt noch eine Microsoft-Tastatur. Direkte Konkurrenz natürlich, sehr klar bei mir, sehr kontrastreich. Und da sieht es nicht so toll aus mit der schwarzen Maus neben der super schicken aluminium-weißen Tastatur. Was ich jetzt nicht so toll finde, was mir eben erst eingefallen ist. Okay, es hat doch Stützen. Okay. Ich bin irgendwie blind heute. Ja, Tasten lassen sich sehr gut drücken. Ich bin zwar kein 10-Finger-Schreiber, aber ich kann mir jetzt auch schreiben. YouTube, das ist der Philipp mit F. Red Sen Zone. Und das geht ziemlich fix, viel fixer als bei meiner alten Tastatur. Und sie ist schön hart, also sie ist
aus Aluminium, das heißt, sie kann jetzt nicht so leicht zerbrechen, ist aber halt auch schade, wenn sie runterfällt. Ja, das war's eigentlich schon. Was kann man bei einer Tastatur so schön reviewen? Wenn man jetzt halt Windows benutzt, es muss man sich einige Tricks und so ausdenken, damit halt auch alle Tasten funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung mit der Alt-Taste für die Leute, die immer Steuerung Alt gedrückt haben und nicht immer Alt Griff. Ja, das war das Review. Noch eine Neuerung gibt es. Es gibt statt die Begrenzung bei F12 gibt es hier auch noch F13, 14 und 15. Sonst ist alles gleich geblieben. Man muss sich halt umgewöhnen, wie schon tausendmal gesagt. Und das war das kurze 7-Minuten-Review einer Apple-Tastatur. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.